Asklepios Klinikum Harburg. Zentrale Notaufnahme. Ein Patient mit Brustschmerzen wird eingeliefert. Zeitgleich in der Kardiologie. Chefärztin Britta Goldmann klärt eine Patientin auf für eine geplante Herzklappenrekonstruktion. Wir sind die Klinik für Kardiologie im Süderelbe-Raum. Wir haben die modernsten Geräte, wir haben das Know-how, wir haben fachkompetentes Personal. Wir können alle modernen Untersuchungen der Kardiologie und Therapien anbieten. Bis auf Herztransplantation, das überlassen wir anderen. Das ist nur sehr ausgewählten Zentren vorbehalten. Montagmorgen, Konferenz der Kardiologen. Über 20 Neuzugänge am Wochenende. Ziel ist es jetzt, Diagnosen zu sichern, die Patienten schnell und effizient zu behandeln. So, guten Morgen. Wer startet mit Bericht vom Wochenende? Herr Klees. Ich habe neu eine Patientin, 86 Jahre alt, von der Notaufnahme gekommen mit einer bekannten KAK, hat jetzt wieder zunehmend thorakalen Druck seit einigen Tagen und ist hypertensiv entgleist. Der 58-jährige Patient, der bereits eine Aortendissektion hatte, die mit dem Aorta Ascendens Ersatz behandelt wurde und der jetzt mit einer dramatischen Klinik mit blauen Lippen, Luftnotschmerzen in der Brust wiedergekommen ist und wo es um den Herzinfarktausschluss ging, den haben wir gemacht. Eine Dame, 30 geboren, neue tachyarytmisches Vorflimmern. Dann eine 38-jährige Patient mit Thoraxschmerzen über die Notaufnahme am Wochenende aufgenommen, rezidivieren seit 2 Wochen die Thoraxschmerzen, davor irgendwie grippaler Infekt gehabt, bei uns ein Troponin von über 6.000, jetzt mittlerweile zurück auf 1.100. Wir können vielleicht noch berichten von dem Patienten, 68 Jahre, der Freitag früh mit dem Enstemi kam und eine schwere Dreigefäß-KK hat. Und der ging dann nicht von der Maschine ab, war in der ECMO, musste am Samstag nochmal revidiert werden, weil er irgendwie aus der Bypass-Anastomose geblutet hat, so berichteten die Anästhesisten. Genau, in dem Film begrüßt er uns eigentlich gleich mit dem Bild, was passend ist zum Ultraschallbefunden, mit dieser distalen Hauptschlagstenose. Gehen wir an die Arbeit, oder? Der 73-jährige Patient aus der Notaufnahme kommt zu den Kardiologen in die Chest Pain Unit. Kardiologe Philipp Heitzmeier und Team untersuchen ihn genau. Die Stärke hier zwischen Notaufnahme und Kardiologie ist die extrem gute Vernetzung. Also unsere Notaufnahme ist quasi ein integraler Bestandteil mitten in dem Klinikum. Das heißt, wir können auf alles schnell und wechselnd reagieren, jeweils den Anforderungen des Patienten gerecht werden. Und das heißt, wir als Kardiologen sind Teil dieser Notaufnahmen und sind in dem Moment da, wo wir gebraucht werden, wo eben Patienten für unsere Fachabteilung kommen und können dementsprechend unglaublich schnell auch individuell reagieren. Wenn wir einen Patienten sehen mit einem akuten Herzinfarkt, wo wir innerhalb von Minuten sehen, da ist ein Blutgefäß im Herzen verschlossen, haben wir in diesem Haus die Möglichkeit, sehr, sehr schnell zu reagieren. Wir haben sehr kurze Wege von der Notaufnahme ins Katheterlabor, wo wir im Prinzip keinerlei Zeit verlieren. Andererseits haben wir auch die Möglichkeit, das gesamte andere Spektrum an kardiologischer Versorgung anzubieten. Indikationen sorgsam stellen, interdisziplinär beraten über die beste Therapie für den Patienten, das ist hier selbstverständlich. Unsere Stärke ist sicher, dass wir aufgrund des umfassenden Know-hows bei uns in der Klinik und der jahrelangen Erfahrung und der Möglichkeit, hier modernste Therapieverfahren einsetzen zu können, dass wir unseren Patienten hier wirklich ein Angebot machen, was für sie passt und was auch dem aktuellen Stand der Kenntnis und dem Goldstandard der Medizin entspricht. Der Patient kann hier sicher sein, dass er aufgrund der Tatsache, dass hier die ganzen Voruntersuchungen und die Voraufenthalte möglicherweise auch stattgefunden haben, dass sowohl ärztliches als auch pflegerisches Personal den Patienten kennen, alle Umstände kennen und dass das in die Behandlung am Ende einfließt und das sicher zum Gunsten der Sicherheit ist. Das Spektrum hier in der kardiologischen Klinik reicht von Angiographie, Dilatation und Stentimplantation bei KHKs über Ablation bei Rhythmusstörungen bis hin zu modernsten Klappentherapien wie Mitra-Clipping oder TAVI, dem kathetergestützten Aortenklappenersatz. Wir sind nicht nur medizinisch auf dem neuesten Stand, sondern wir sind auch menschlich ganz vorn. Wir hören den Patienten zu, wir versuchen die Patienten zu verstehen, auch wenn sie eine andere Sprache sprechen. Wir wollen die Begleitumstände berücksichtigen und jedem Patienten ein individuelles Behandlungsangebot machen. Manchmal muss man Dinge berücksichtigen wie
ein hohes Alter des Patienten oder die Lebensumstände, den Hausarzt mit einbeziehen, die Familie für eine hochwertige, aufwendige Therapie. Und das versuchen wir zu leben. Und neben den Einsätzen in den beiden Katheterlaboren implantieren die Ärzte im kardiologischen OP Herzschrittmacher und Defibrillatoren. Die Besonderheit dieser Abteilung und dieses Teams besteht darin, dass wir von Anfang an, also nur Internisten und Kardiologen, sämtliche Diagnostik und auch alle chirurgischen Eingriffe ohne Anästhesisten, ohne Chirurgen schon immer selbst gemacht haben und bis heute machen. Das ist für die Patienten schön, weil sie immer die gleichen Personen sehen. Und natürlich ist es eine unendliche Erfahrung, die wir auf diesem Gebiet haben. Das spüren die Patienten und fühlen sich bei uns gut aufgehoben. Ambulante Behandlungen gehören ebenfalls zum Angebot der kardiologischen Klinik, wie etwa die Schrittmacherkontrolle dieses Patienten 2 Monate nach dem Einbau. Wir machen die gesamte erforderliche Diagnostik. Wir machen alle Implantationen, das gesamte Spektrum hier. Wir machen alle Aufrüstungen, wir machen alle Wechsel und auch die Kontrollen werden von diesem kleinen, sehr erfahrenen Team durchgeführt. Kontrollen und Diagnostik auch beim Herzultraschall. Fachkompetenz und Erfahrung stehen den Patienten zur Verfügung. Im akuten stationären Fall genauso wie bei ambulanten Terminen. Der Patient muss nicht immer über die Notaufnahme kommen. Wir versorgen natürlich die Notfälle rasch und kompetent. Aber wenn ein Problem schon im Vorwege bekannt ist, dann soll der Patient zu uns kommen und einen Termin erhalten. Dann können wir direkt den Aufenthalt gut planen, die Krankenhauszeit so kurz wie möglich halten und natürlich auch unsere Ressourcen gut nutzen. Egal um welche Herzerkrankung es geht, wie jung oder alt ein Patient ist, in der Kardiologie des Asklepios Klinikums Harburg sind die Menschen in guten Händen. Jeder Herzpatient ist bei uns top versorgt. Wir bieten die Kardiologie an für den Süderelbe-Raum. Wir haben alles, was eine moderne Kardiologie im Angebot hat. Und was uns angeht, muss kein Patient nach Hamburg reisen und die Elbe überqueren.